Dieser Wettkampf kommt mal so gar nicht über das Tempo. Wir präsentieren die Weltmeisterschaften im Schneckenrennen im Dorf Congham im Osten Englands. Die Teilnehmerschnecken werden auf einer mit Stoff bezogenen Tischtennisplatte positioniert. Auf Ready, Steady, Slow geht dieses ungewöhnliche Wettrennen dann los. Wer aber denkt, dass der langsamste Teilnehmer gewinnt, der irrt gewaltig. Natürlich gewinnt die Schnecke, die die 33 cm lange Strecke als erstes zurücklegt. Rekordhalter ist nach wie vor Schneckenrennen-Superstar Archie, der 1995 die Fabelzeit von 2 Minuten und 20 Sekunden aufstellte. Dieses Jahr war das allerdings schwierig. Die heißfeuchten Bedingungen ließen keine Rekordzeiten zu. Am Ende konnte Evie den WM-Titel einfahren. Die Trainerin Letty Sprague ist 4 Jahre alt und damit die jüngste Siegerin der WM-Geschichte. Ihre Mutter ist dementsprechend begeistert. Ich bin so glücklich, wir haben uns den ganzen Tag in der Hitze um Evie gekümmert, nicht wahr? Wir haben ihr etwas Wasser und Blätter gegeben, damit sie für ihr Rennen bereit ist. Und du bist auch sehr glücklich, oder?